mal heute ein bisschen was tun hier noch und nicht so die ganze Zeit vergammeln. Ja, die gute alte Fiskars-Spaltaxt, die kommt jetzt zum Einsatz. Ja, da habe ich schon, ich will nicht sagen, ganze Wälder abgehackt und durchgehackt. Und Brennholz damit gemacht. Yes. Ab geht's. Soll eigentlich Winterholz werden, aber erst fürs nächste Jahr, weil das muss dann eingelagert werden und getrocknet werden. Der alte Mann, wo ist meine Kamera? Hier ist er. Der alte Mann und das Holz. Der geht schwer. Holz platzt eigentlich gut. Sind nicht meckern. Ja. Ratzfatz sind hier die Dinger weggeklappt. Na, Ratzfatz ist was anderes. Geht nicht. Ah, hab ich mal gedacht. Aber doch, der ist schon geplatzt. Schon klasse. Ja. Oh, der geht nicht.
Vielleicht mal so probieren. So, ja. Hopp. Reicht aber. So. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, den Haufen noch weg. Dann ist dieser Bereich hier hinten erstmal wieder ein bisschen aufgeräumt. Aber hier liegt noch genügend Holz. Für nächstes Jahr. Sind wir noch zu sehen? Wo sind wir denn hier? Ach, ich weiß nicht. So, jetzt muss ich noch mal was erklären. Und zwar, dieses Stativ, was ich hier in den Händen halte, ist ja ein Überbleibsel oder ja, ein Überbleibsel von meinem Vater, der ja großer Filmschaffender war, aber er hat damals mit der Fotografie und kleinen Bildkameras und sowas alles 8x8, 16 mm und danach ja größer Filme gemacht für Funk und Fernsehen, na Funk weniger, aber fürs Fernsehen. Da hat er so ein Amateurfilmstudio gehabt hier in Frankfurt, das aber professionell Filme und Beiträge fürs Fernsehen gemacht hat, und der hatte immer dieses kleine Stativ mitgehabt für so kleine Kameras. Und dieses Stativ hier, das ist noch handgefertigt, also es ist nichts professionell hergestellt, es ist noch selber gedreht worden hier oben auf einer Drehbank. Meine dreckigen Finger, die sind von den Pilzen so dreckig. Die ausziehbaren Beine sind Messinghülsen, die aneinander passen, und alles ist Handarbeit gewesen. Ich habe das so ein bisschen umfunktioniert, dass ich das für die GoPro jetzt benutzen kann. Und ich denke mal, dass das Ding gute 50 Jahre alt ist. Aber was ich noch bemerken wollte, diese Tasche, die sieht aus wie neu. Und selbst diese Tasche müsste 40 oder 50 Jahre alt hier auf dem Buckel haben. Er hat sie bestimmt nicht oft benutzt, mein Vater. Hat so ein kleines Stativ gehabt, hat er zwar immer mit bei gehabt, aber wenn man hier mal dran riecht, das riecht wie so in so einem alten Fotoladen. Ich weiß nicht, ob man manch einer sich das daran noch erinnern kann. Solche alten Taschen, Fototaschen, die aus Leder hergestellt worden sind, die hatten immer so einen ganz prägnanten Geruch gehabt. Ja, und die ist dann eben auch handgefertigt worden. Sieht man auch hier, Niete eingeschlagen und so weiter. Ein Gurt. Die Löcher nicht alle genau gerade. Und hat bis heute überlebt. Und das finde ich gut. Und ich kann sie jetzt wirklich als Stativ oder ich kann dieses Stativ wirklich als Kamerastativ für die kleine GoPro benutzen. Und dieses Stativ werde ich in Ehren halten und so lange wie es geht benutzen.
Also das Ding ist richtig klasse. So, hier ist dieses gute Stück. Man kann das hier praktisch so ausziehen. Und so sind diese Messinghülsen mit Federn innen drin. Alles Handarbeit. Filigran hergestellt. Muss man mal so sehen hier. Zack. Und dann kann man das hier rausziehen. Das fiel mir gerade ein, da ich ja hier Holz hacke. Und vielleicht kann man damit ein paar Bilder machen. Ich werde das mal jetzt hinstellen hier und dann produzieren wir ein paar Bilder damit. So geht das. Aber so sehe ich die ganze Sache hier ein bisschen sportlich. Und anstatt eine Riesenrunde Rad zu fahren, hacken wir heute mal wieder Holz. So, der Haufen kann sich schon sehen lassen. Ja, also ein bisschen ist noch. Man sieht es im Hintergrund. Aber jetzt drehe ich mal die Kamera um, mal sehen, ob ich das so hinkriege. Für heute ist Feierabend. Ich werde meine Spaltaxt einpacken. Und dann gehen wir jetzt rein und werden uns mal die ganzen Clips, die ich heute gemacht habe mit der Kamera, mit der neuen GoPro, die werde ich mir dann mal auf dem Computer anschauen. Ja. Huch, Kamera gerade halten. Oh, irgendwas, Viehzeug. Und dann bis bald. Ciao.